Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Guide. Heute mit meinem neuen Main Setup. Ihr kennt das Ding AX50. Die normalen Standardaufsätze, die wir in jedem unserer Videos haben. Dann nehmen wir eben kaltblütig mit Overkill aufdrehen. C4, ganz wichtig, großes Update für die Klasse. Wieder den Herzschlagsensor mitnehmen. Ja, die Gasgranate wurde genervt. Früher, beziehungsweise als ich sie benutzt habe, als ich angefangen habe, sie zu nutzen, konnte man, während man im Gas war, nicht zielen. Man konnte nur aus der Hüfte schießen. Das haben sie geändert. Wenn man im Gas ist, kann man jetzt trotzdem zielen und das nimmt der Gasgranate die komplette Stärke. Dementsprechend ganz wichtig, keine Gasgranate mitnehmen. Stattdessen wieder Herzschlagsensor. Und jetzt kommen wir eben zum Schmuckstück dieses Guides, dieser Klasse. Ja, das ist eben die Fennec. Meiner Meinung nach extremst geile Waffe und vor allem stärkste MP, was es momentan gibt. Meine Meinung. Jetzt könnte man sagen, ja, warum nimmst du kein Sturmgewehr mit und. Ich persönlich spiele die AX50 auf große Reichweite, mittlere Reichweite und ab und zu auch mal im Nahkampf oder nah bis mittleren Bereich, sag ich mal. So, und die Fennec ist eine MP. Das Ding ist optimal für Nahkampf und der Nahkampf war bisher immer meine Schwäche, wenn ich ein Sturmgewehr mit hatte. Jetzt haben wir eben die Fennec. Super schnelle Schussrate, verzieht 0,0%. Ich bin auch der Meinung, das Ding wird nochmal genervt. Jetzt, wir nehmen keine Mündung mit. Wir nehmen Lauf mit. Der Deadfall. Der Deadfall ist ein Lauf und gleichzeitig ein Schalldämpfer. Ja? Wir haben eben effektive Reichweite, Rückstoßkontrolle, Kugelschnelligkeit und den Geräuschdämpfer. Das ist quasi zwei Aufsätze in einem. Dadurch haben wir eben die Möglichkeit, noch einen Aufsatz mehr zu nehmen. Wir nehmen Laser mit für das MP. Ganz wichtig. Ja, wir nehmen den 1 oder 1 MW Laser. Ihr seht's, Vorteile, Präzision aus der Hüfte. Ja. Spritze, Feuer, Präzision aus der Hüfte, der wäre auch gut, aber Laser sichtbar für die Feinde. Dasselbe hier ganz genau. Deswegen, wir nehmen unbedingt den roten Laser mit, ja, den allerersten Laser, für die Präzision aus der Hüfte. Gerade bei der Fennec ist es halt eben so geil, wir nehmen kein Visier, kein Schaft mit und eben den Söldner Vordergriff, ihr seht es nochmal, Präzision aus der Hüfte und Rückstoßkontrolle. Ihr könnt mit dem Ding scopen und ihr verzieht nicht. Oder ihr schießt einfach aus der Hüfte und ihr trefft ganz genauso, ja. Muss man natürlich ein bisschen üben, ja, man zieht ja mit dem großen Fahnenkreuz, was man dann eben hat und auch so ein bisschen mit dem Laser, den man sieht. Und ja, ich persönlich aime mit dem roten Laser, den sieht man. Der muss auf Gegner richten, man trifft. Absolut, absolut präzise aus der Hüfte diese Waffe. Deswegen ist das so ein Burner, ja. Ist im Nahkampf, ihr könnt zielen, ihr könnt aus der Hüfte. Es ist für jede Situation im Nahkampf einfach unfassbar stark. Wo Leute eben im Sturmgewehr zielen müssen, könnt ihr aus der Hüfte schießen. Ihr nehmt das 40 Schuss Trommelmagazin mit, 40 Schuss auf der Fennec, optimal. Das braucht man nicht, das kleine Mac da. Aber 40 Schuss ist Pflicht. Und eben, weil die Fennec sehr lange nachlädt, ganz wichtig, ihr seht es jetzt nicht. Ich kann mal kurz einmal hochgehen hier. Zack. Ja. Ihr seht es. Fingerfertigkeit nehmen wir mit. Und wir gehen wieder runter. Ganz wichtiges Ding. Schnelles Nachladen, um einfach komplett zu rasieren, Leute. Ja. Viel, viel Spaß mit der Waffe. Schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare, was ihr an dieser Fennec so geil findet. Ob ihr sie geil findet. Oder, keine Ahnung, ob ihr sie scheiße findet. Auf jeden Fall, schreibt es in die Kommentare, Leute. Lasst gerne ein Like da und falls ihr es nicht gemacht habt, gerne den Kanal abonnieren, falls euch der Content gefällt. Viel Spaß beim Video, haut rein und wir sehen uns im Livestream. Müsste irgendwo hier sein eigentlich. Ja. Gott. Ja, die laufen. Einer ein Hit. Die haben ein Trophy-System gestellt, Vorsicht. Ja, ja. Jetzt ist aber keiner eingestiegen. Einer knockt. Ja, die Fennec ist zu wild, Mann. Noch einer noch. Ja, was? Was denn eigentlich? Ja, glaub mal, die Fennec ist zu krass. Hab den letzten hier drin. Nice. Die Fennec ist einfach zu krass. Da ist ein Kopfgeld. Im Store drin. Meist gesucht. Ah, sehr gut. Ins Auto. Ja. Feigling. Und weg. Was ein Feigling. Rechts wird eingenommen, Fire Station. Naja. Er nimmt Mais gesucht an, Digga, und rennt nur weg. Chill mal, achte mal oben aufs Dach, ne? Wenn er seine Mates holen will. Nee, die fighten doch sogar oben. Da ist ein riesengroßer leuchtender Pfeil über den Punkten. Das Auto kommt wieder, mit dem Kopfgeld. Immer noch nicht, wovon du sprichst. Und er ist down, alles klar. Da, Henki. Da, Henki. Noch raus, Digga. Was war das denn? Zu krass.
Kriegen wir dafür ein F in Chat für ihn? Mit seinem Mais gesucht. Wahrscheinlich letzte Sekunde oder so. Und dann kommt da so ein Hanky, Digga, und drückt ihm so ein Brett. Einfach okay. Sind ready? Let's go. Wahrscheinlich unten drin, oder was? Hier im Treppenhaus oder unten drin. Reich, grüß dich. Ah, sehr schön. Gönn dir. Gönn dir auf jeden Fall, Digga. Down, Team Up. Oh, der Fahrer hatte keinen Bock, ne? Er war nicht der Fahrer, ja, das kann ich euch sagen. Der hat zwei Hits oben auf dem Dach. Ja, die müssen move, ne? Einer crackt. Ja, was, Digga, ich crack ihn und geb ihm dann einen scheiß Hitmarker, ne? Alter, ich hasse es so sehr. Ich hasse es so, so. Crack auch wieder. Aber ihm ist auch, ja. Zwei knocked. Ich hab keine Maske. Hab ein Knock. Ich hab keine Maske, ich muss Richtung Zone. Ja, auf dem Dach sind zwei knocked, wo ich markiert hab. Fennec ist echt zu krass, ne? Ey, ohne Scheiß, was ist das für eine Waffe? Ja, die ist echt toll, ey. Ja, die hat noch ordentlich Loot, Leute. Da fährt was? Alter, nur Hit drauf gekriegt. Was ne Scheiße. Oh ja. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Was? Nein, Digga. Nein, hast du nicht. Digga, was? Let's go. Oh, hast du ja Lora. Holy shit, Leute. Alter, jetzt aber nochmal ein F in Chat, Mann. F in den Chat für die Jungs im Auto. Meine Grau zeigen. Meine Grau ist auf YouTube, Kummer. Die ist auf YouTube. Da kannst du sonst mal reinschauen. Das ist, denke ich, mal einfacher, als wenn ich die jetzt raussuche und. Dann kannst du es dann in Ruhe angucken. Ohne Stress, ohne... Oh, direkt unter mir. Knock? Ja, die Fennec, Leute. Fucking Fennec. Die ist zu krass. Die ist zu... Nur knocked? Er war nur knocked. Ich habe ihn aber gefinished. Also jetzt kein Scheiß. Die Fennec ist zu stark. Die ist zu stark. 40 Schuss. Absolut kranker Laser. Weiß ich nicht. Verzieht 0,0. Die ist zu stark. Eine Lagerhallen-Schild etwas, ne? Ja. Ja, ja, zweite Lagerhalle jetzt. Geht dann schon. Geh hier mal in die andere rein. Vor mir. Links, drinne. Oh, nice. Wow. Das war knapp, Digga. Der war echt close neben uns, ey. Was hat er? Ein Drohne hat er gehabt. Ja. Ich zieh die mal. Oh, ich glaube auch nochmal. Richtung Police Station müsste was gewesen sein, nochmal. Ja. Ja, wo jetzt ist er nach hinten weg? Links ist auch was und rechts. Rechts fast gelandet, gerade frisch wieder. Ja, lass erstmal hier aus der. Ja, erstmal den Haustypen hier pushen. Fenster unten. Ja, alles daneben geschossen, ich mach Safe Rest. Ich auf zieh auch durch, ich zieh auch durch. Und links einer raus, links down. Alter! Platten. Ich auch Platten. What? Ey, ich hol dich, ja. Ich hab ein Knock drin. Oh, fucking Semtex in meiner Fresse. Bei mir im Haus? Ja. Scheiße. Crack down einer wieder. Aber ich hatte einen Knock. Ich hatte einen Knock. Kämpfe, um erneut eingesetzt zu werden. Habt ihr die gekillt? Ja. Das war völlig random, Digga. Die. Überall aus fünf verschiedenen Blickwinkeln auch gleichzeitig gepiekt und sowas. Absolut eklig. Wo waren die gerade? Ich hab gewonnen, ich komm zu euch. Kannst du eigentlich... Wollen wir die pushen? Ich bin schon auf dem Weg, ja. Warte, da rennt einer rüber. Einer rennt rüber, aber vor mir im Haus ist halt auch einer. Ja, rechts oben im Haus. Der ist cracked. Im Fenster. Hab ihn knocked. Let's go. Nice. Im Fenster? Der bei mir ist rausgesprungen. Alter, ich steig ins fucking Auto ein. Knocked oben im Fenster. Ja. Und bei mir in der Tür. Achtung, Drohnentreibstoff wird knapp. RPG, ne? Hab mich gefinisht. Ey, ist so lächerlich. Das Team ist down. Ich will C4 werfen und er steigt den fucking Auto an, hält sich F drück, um zu zünden. Doppel-F. Wir haben leider kein Geld, Mann. Oder? Ist hier noch Geld? Ach, nee. Ich hab noch Kohle. Ah, doch. Achso, ja, gut. Haben wir Geld. Komme. Rechts. Weg. Wo?
Down einer. Einer auch noch. Oh, daneben. Links. War auf dem grünen. Grün Marker. Nice, Digga. Rechts pushen. Ja, ich platte gerade. Sound wiped. Okay, die Fennec ist zu krass, Leute. Da liegt noch einer. Oh, Zone, Zone. Ey, die Fennec ist zu krass. Der Typ aber links war. Ich von rechts wieder. Ja, 16 Meter. Wie kommen wir denn nicht hoch, zur Frage? Digga, was? Ja. Down, down. Hab ihn abgefuckt. Verbrannt. Das war wert. Kann nicht mitlaufen, wer das denn? Jo, wer das denn? Guter Range, das finde ich nicht ganz so krass. Zone kommt auch. Sind drei Leute hier. Ich bin full flashed. Ich hab einen knocked. Ich muss da weiter, Digga. Hab auch einen knocked. Ein Team. Ach, ein full Dreier Team haben wir. Ach, lol. Ich hab das komplett vercheckt, Digga. Der pusht hier rein. Cracked. Down. Jo, schönes Ding. Ich war so verwirrt. Ich hatte einen cracked und den anderen dann hat rechts noch.